Edi, nachdem du die Heim-EM verletzungsbedingt verpasst hast, bist du jetzt pünktlich zu Olympischen Spielen in Topform. Wie zufrieden selber bist du selber mit deinen jüngsten Leistungen? Ja, natürlich sehr zufrieden, wie es mir an der Schweizer Meisterschaft und an den internen Selektionswettkämpfen gegangen ist. Wirklich mehr als zufrieden und ja, ich freue mich auch, dass jetzt für den wichtigsten Grossanlass vom Jahr noch gelangt hat. Welche persönlichen Ziele hast du dir für Tokio gesteckt? Ich habe eigentlich immer das gleiche Ziel, dass ich das abliefern, was ich eigentlich kann, das abliefern, was ich an den vorherigen Wettkämpfen jetzt schon gezeigt habe. Und meiner Meinung nach sollte es dann, wenn das alle so unserem Team zeigen, das Team dann noch lang. Auf was freust du dich am meisten in Tokio, außer die Wettkämpfe selber? Ja, neben dem Wettkampf gibt es sicherlich leider nicht allzu viel gesehen. Wir sind hauptsächlich im Dorf, aber das, was ich jetzt gehört habe, wie es ausgesehen hat, da kommt schon ein bisschen Vorfreude auf. Du hast es vorher gesagt, der Bewegungsradius ist sehr eingeschränkt in Tokio. Wie wirst du dir Zeit vertreiben vor und nach dem Wettkampf? Ja, wir haben natürlich jeden Tag Training 1 bis 2 Mal. In der restlichen Zeit schauen wir, dass wir uns gut erholen können. Wir gehen essen, werden sicher viel Zeit in der Physio verbringen und in der Massage. Und für die restliche Zeit haben wir Spiele mitgenommen und wollen, dass wir ein bisschen innerhalb des Teams Zeit herumbringen. Wie gehst du jetzt mit dem Flug um? Die 12 Stunden sind wahrscheinlich sehr anspruchsvoll. Auch der Jetlag nachher, wie gehst du mit dem um? Ich kann es noch nicht sagen. Ich hoffe, wir kommen so schnell wie möglich rein. Aus Erfahrung ist es wirklich halt eher recht mühsam. Vor allem, wenn man Richtung Osten fliegt, ist es schwieriger. Aber ja, ich denke, das wird schlussendlich nicht das Problem sein. Jetzt werden es deine 2. Olympischen Spiele sein nach Rio. Wenn du zurückschaust, was waren deine schönsten Erinnerungen in Rio? Für mich persönlich sicher der Allround-Wettkampf, wo man wirklich sehr, sehr gut da zumal gelaufen ist. Und dann sind sicher noch die letzten paar Tage, die wir dort noch genossen haben. Wir haben wirklich auch noch in die Stadt, sind noch ein paar Mal raus essen. Das ist wirklich sehr cool. Sind die Erinnerungen von Rio, kann man die nochmal dann abrufen jetzt in Tokio mental, um nochmal Höchstleistungen abrufen? Nein, müssen wir auch nicht. Dort ist ja vor allem im Quali-Wettkampf leider nicht so gut gelaufen. Neues Land, neue Olympiade, neues Glück.